So, gerade bei der Post gewesen und eine neue Maschine abgeholt. Wir werden gleich mal testen hier. Da ist das gute Stück. So, mal schauen, ob wir das Ding zum Laufen kriegen hier. Dann legen wir los, ne? Packen wir das schöne Ding mal aus. I think it's all angels just walk by. There goes the sight from my soul. Hier die Gebrauchsanleitung. So sieht das alles aus hier. Dann ziehen wir das mal raus hier. Hier gibt es einmal so einen Keil hier. Die Haube. So, dann gibt es noch eine Kurbel. Ja, und das war's noch von hier. Das ist wohl wieder der Anschlag. Ja, aber der sieht ganz schön robust aus hier. Gar nicht so übel. Okay. Das müssen wir jetzt hier festschrauben wohl. Das hier wird wohl mit den beiden Löchern hier von hinten
Dann diese beiden kleinen Schräubchen, die hier abstehen. Nummer 1 mit dem Imbusschlüssel. Da brauche ich wohl auch einen. Mal schauen, ob da einer im Z drin ist. Oh ja. Also hier in dem Set ist nochmal ein extra Riemen drin, ein Ersatzriemen und ein entsprechender Imbusschlüssel, der wohl auch für diese beiden Schräubchen hier ist. Dann schauen wir mal, ob wir das Baby hier irgendwie dran bekommen. Einmal. Und zweimal. So, jetzt sieht die ganze Geschichte so aus hier. Ja, dann montieren wir doch mal die Absaugung hier. Welche Seite kommt denn das jetzt hier hin? Diese oder diese Seite? Ich denke mal, es wird diese Seite werden. Ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich muss erstmal ganz runter. So. Einmal, zweimal. Ja, sieht doch gut aus. Siehst du? Ja, jetzt machen wir mal Strom an. Dann machen wir gleich mit Kraft. So. Jetzt machen wir das Video mal an. Geht nicht. Kein Strom. Hier ist schon mal kein Strom drin. Guck mal, ob wir hier Strom haben. Auch nicht. Warum nicht? Aber kein Strom hier. Sieht wohl so aus, dass der Sicherheitsschalter von der Haube nicht richtig drin eingerastet war und so war, ist deswegen ist das Ding nicht angesprungen. Jetzt werde ich versuchen, auf 1 mm zu stellen, den Hobel. Ne, hier ist das falsch. Ich muss das hier machen. Hier an diesem Drehknopf hier. Machen wir mal einen halben Millimeter runter und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. So, jetzt haben wir hier ein so ein Brettchen. Das sieht so aus und das werden wir versuchen mal abzurichten. Los geht's. Das sieht scheiße gut aus. Funktioniert. Einwandfrei. Ja. Dann probieren wir das mal mit der anderen Seite. Das heißt, Strom aus. Sicherheitshalber. Dann
machen wir den hier auf, den Bengel. Das hier raus. Ja, da sammelt sich doch schon was an hier. Ohne Absaugung. Den kippen wir mal runter hier, nehme ich mal an. Ja, ich denke mal, also wie es aussieht, muss ich das hier abmachen. Ja, dann machen wir das doch mal ab hier. Kein Problem. Jetzt müssen wir wohl entscheiden, was wir wollen. Entweder wollen wir abrichten oder wir wollen auf Plan, auf Dicke hobeln. Aber das ist ja schnell gemacht. Das sind nur zwei Schrauben, Gott sei Dank. Macht einen robusten Eindruck eigentlich für das Geld. Ich verlinke euch mal das Gerät unten in der Beschreibung. Ich habe damit vieles vor und ich denke mal, wenn man das behutsam behandelt, das Gerät, habe ich schon vieles Gutes gelesen. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für natürlich einen Hobbyhandwerker wie mich ganz okay ist. So, jetzt setzen wir die Haube mal auf. Ja. Jetzt müssen wir von dieser Seite rein und hier erst einmal hochschrauben. So, dann wollen wir es mal testen. Strom an. Und rein damit.
perfekt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber es sieht perfekt aus hier für mich. Sieht das richtig gut aus. Na ja, so. Hat wohl eine Kante drin hier beim Einfahren. Wie man es hier sieht. Aber ich habe zum Vergleich dasselbe Brett noch einmal. Wenn man vergleicht, nicht schlecht. Hier war die Rückseite und die habe ich abgerichtet hier. Als Vergleich. Ja. Ich denke mal, für das Geld ist das okay. Ich werde allerdings hier eine kleine Modifikation machen, weil ich keine Absauganlage habe im Moment. Da werde ich eventuell den Schalter stilllegen, damit ich hier keinen großen... Ich bin noch, mal schauen, wie viel da drin ist jetzt. Das mal aufmachen, ja. Oh ja. Ja, also ohne Absaugung ist das nahezu alles ordentlich viel für diese wenigen Durchgänge. Ja. Daumen hoch. Wie gesagt, ich verlinke euch die Maschine. Ich habe jetzt gezahlt 199 Euro inklusive Fracht. Kostenlose Lieferung. Den Link setze ich mal unten in die Beschreibung. Cooles Ding. Auch die Führung hier macht einen sehr robusten Eindruck. Nicht wie diese blechernen. Also hier muss man wirklich deutlich Kraft aufwenden, um eine... Ich bewege eher mit der ganzen Maschine als mit der Auflage. Macht so einen sehr robusten Eindruck. 45 Grad. Keiner weiß, ob man sie gebrauchen könnte. Oh ja, kann man es noch. Lass mich mal raten, was das ist hier. Ich weiß es nicht. Oh ja, das wusste ich gar nicht. Man kann es nicht verschieben. Und dann einspannen. Cool. Jetzt werde ich mal einen 90 Grad Winkel besorgen und mal schauen, ob das hier auch entsprechend 90 Grad ist. Jetzt muss ich mir erstmal meine super Brille aufziehen, ja? Die ist genial. Ich habe sogar Licht hier auf beiden Seiten. Das ist, das ist der Hammer. Ich kann auch blinken, wenn ich einfach links abbiegen möchte, dann blinke ich einfach. Fahre ich geradeaus, kann ich auch Fernlicht einschalten und dann geht's los hier. Ja, ich bin billig gekauft. Die ist perfekt. Ich habe jetzt mal einen Winkel, einen 90-Grad-Winkel besorgt hier. Das ist ein altes Schätzchen. Das ist ein wirklich altes Schätzchen. Ich weiß nicht, wie alt das Ding ist, aber der ist 100% genau. Diese ganzen Bauhaus-Winkel für 5, 6 Euro oder 10 Euro, die erfüllen zwar ihren Zweck, aber die sind nicht 100%. Und dieses Ding ist sogar... Wenn man es lesen kann. DIN genormt. Nein, ich kann nicht funktionieren hier. Naja,
Ja, ist auch egal. Nach DIN 875-11. 875-11. DIN genormt? Ja. Und jetzt habe ich also 0 Grad, was entsprechend 90 Grad entspricht, eingestellt an der Maschine. Schauen wir mal, ob ich das hier so hinbekomme hier. Hier. Das sind also 0 Grad eingestellt. Und jetzt werden wir mal schauen, was den Spaltmaß angeht. Und das sieht wirklich super aus, wenn man so sieht hier. Ich klappe auf, mach zu. Weiter in der Mitte. Ganz am Ende. Gehen wir von der anderen Seite hin. Perfekt. Also man kann nicht meckern. Wie gesagt, es ist sehr stabil. Es biegt sich nicht auf. Man muss wirklich sehr viel Kraft aufwenden, um hier ein bisschen Bewegung in den Einschlag zu bekommen. Sehr robustes Aluminium. Befestigung ist auch okay. ja, gefällt mir. Kleines Maschinchen, 200 mm Breite, Bearbeitungsbreite, hier ein paar technische Daten. 1250 Watt. Ist etwas laut. Aber für den Hobbybereich, hallo? Perfekt. Und darauf erstmal ein kleines Pilz. Flensburger. Wenn wir schon mal in Deutschland sind. Na dann Prost. Ja. Top-Produkt für mein Empfinden. Walk by. I think it's all angels just walk by.